Ich werde in diesem Video die zweite Wahlteilaufgabe des Stochastikteils der Abiturprüfung 2019 für allgemeinbildende Gymnasien Baden-Württemberg vorrechnen. Dies war, meiner Meinung nach, die schwierigste von den zwei Wahlteilaufgaben. Von vornherein ein paar Regeln, an die ich mich während der Rechnung halten werde. Und zwar grundsätzlich gibt es für viele dieser Aufgaben mehrere Lösungswege. Ich werde immer den jeweiligen Lösungsweg auswählen, den ich am besten finde. Und es werden stets nur Lösungswege, Verfahren und Formeln benutzt, die in der Abiturprüfung auch zugelassen sind. Das bedeutet keine Tricks und keine exotischen Verfahren aus dem Studium. Außerdem, wenn sinnvoll, werde ich bei jeder Aufgabe unter den i-Punkt oben rechts in der Ecke das passende Videotutorial zu dem jeweiligen Thema verknüpfen. Bevor wir loslegen, möchte ich euch bitten, auf Pause zu drücken und in aller Ruhe die ganze Aufgabenstellung zu lesen, so dass ihr versteht, um was es geht und dass ihr in der Lage seid, die wichtigsten Informationen rauszufiltern. Ich gehe davon aus, dass jetzt jeder das für sich gemacht hat und wir legen damit los. Ein Glücksspielautomat enthält drei gleiche Glücksräder, die jeweils wie dargestellt rechts in fünf gleich große Kreissektoren eingeteilt sind. Bei jedem Spiel werden die Räder in Drehung versetzt und laufen dann unabhängig voneinander aus. Schließlich bleiben sie so stehen, dass von jedem Rad genau ein Symbol angezeigt wird. Ein Spieler gewinnt nur dann, wenn alle drei Räder einen Stern zeigen. Zu der ersten Fragestellung weisen Sie rechnerisch nach, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit bei einem Spiel 6,4% beträgt. Um die Gewinnwahrscheinlichkeit für dieses Spiel zu bestimmen, müssen wir nur unsere Räder ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir das erste Rad anschauen, dann erkennen wir, okay, es gibt ja fünf Felder oder Sektoren und zwei davon sind mit Stern belegt. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, einen Stern zu erwischen, liegt natürlich bei 2/5. Und genauso sieht es auch beim zweiten und beim dritten Rad aus. Aus diesem Grund können wir dann entsprechend sagen, die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn, also hier P Gewinn, kann man folgendermaßen ausrechnen. Also fürs erste Rad ist die Wahrscheinlichkeit 2/5 mal fürs zweite Rad ebenfalls 2/5 mal 2/5. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, sind das 8 durch 125. Und wir befinden uns in dem Teil mit dem Taschenrechner, also können wir das auch im Taschenrechner eintippen und entsprechend kriegen wir daraus 0,064, was multipliziert mit 100 natürlich 6,4% entspricht. Damit wäre die erste Fragestellung schon erledigt. Weiter geht's. Ein Spieler spielt 20 Spiele. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit der folgenden Ereignisse. Ereignis A, der Spieler gewinnt mehr als einmal. Naja, es riecht ja schon nach Binomialverteilung, trotzdem sollen wir gedanklich überprüfen, ob das der Fall ist. Es geht um Gewinn oder Nicht-Gewinn, also die erste Voraussetzung ist schon erfüllt, nur zwei Spielausgänge. Zweitens, die Trefferwahrscheinlichkeit für den Gewinn ist natürlich immer gleich, haben wir gerade ausgerechnet, liegt bei 6,4%. Aus diesem Grund können wir jetzt die Zufallsvariable definieren. Also wir können erst drei sagen, x ist binomial verteilt mit n gleich 20 und p gleich 0,064 oder Alternativschreibweise mit b. Und zweitens, x ist die Anzahl gewonnener Spiele. Damit können wir jetzt auch einen Lösungsansatz aufstellen. Also wir können sagen, p von x. Und hier ist die Trefferzahl, da steht ja mehr als einmal. Also größer 1 ist gleich. Zur Erinnerung, mehr als einmal bedeutet mindestens zweimal. Das bedeutet, es ist das gleiche wie p von x größer gleich 2. Und in diesem Fall muss man immer wegen dem Taschenrechner mit Hilfe des Gegenereignisses das Ganze umformen. Also es ist das gleiche wie 1 minus p von x kleiner gleich 1. Wir erinnern uns, der Taschenrechner ist nur in der Lage, die kumulierte Binomialverteilung zu bestimmen. An dieser Stelle rechts zur Erinnerung, abhängig davon, was für einen Taschenrechner ihr habt, Casio oder Texas, wir brauchen einmal, bei Casio brauchen wir diesen Befehl kumulierte Binomialverteilung und bei Texas ist das natürlich Binomial-CDF oder Binom-CDF bei manchen Taschenrechnern.
Und damit können wir das Ganze halt in Taschenrechner eintippen mit n gleich 20 und p gleich 0,064. Und der Taschenrechner wird an dieser Stelle nichts anderes sagen als 0,3693. Das ist die von uns gesuchte Wahrscheinlichkeit. Bei unser zweiten Ereignis B, der Spieler gewinnt in genau zwei Spielen und diese folgen direkt aufeinander, verkompliziert sich ein bisschen die Sache. In erster Reihe sollte euch auffallen, dass praktisch hier in der Fragestellung direkt aufeinander steht. Das bedeutet, indirekt ist eine Reihenfolge definiert, deshalb kann es sich nicht mehr um Binomialverteilung handeln. Also, wir haben keine Binomialverteilung. Okay, wenn Binomialverteilung nicht mehr in Frage kommt, dann müssen wir uns irgendwie die Ereignismenge vorstellen. Und wir sollen bei 20 Spielen genau zwei Spiele hintereinander gewinnen. Naja, die erste Möglichkeit, die wir dazu hätten, wäre zum Beispiel, dass die ersten zwei Spiele Gewinn sind. Die kürze ich jetzt ab mit dem kleinen g. Und die nächsten 18 Spiele Verlust sind. Und das wiederholt sich ein paar Mal. Das werden wir gleich sehen. Allerdings können wir für diesen Weg oder für diese Ereignismenge schon mal die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Also wir könnten sagen, p von b ist gleich. Die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, haben wir ja 0,064. Also dann können wir sagen 0,064 hoch 2, weil wir zwei Gewinnspiele haben. Mal, jetzt brauchen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir 18 Mal nicht gewinnen. Das ist natürlich 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, also das Gegeneignis von der Gewinnwahrscheinlichkeit. Und das Ganze hoch 18. Gut, allerdings wäre das nur der erste Lösungsweg oder beziehungsweise die erste Ereignismenge, die für uns in Frage kommt. Wir müssen jetzt herausfinden, wie viele Möglichkeiten wir insgesamt haben. Also wir wissen ja, wir könnten auch beim ersten Mal verlieren und dann zweimal gewinnen und danach 17 Mal nochmal verlieren und so weiter. Gut, man könnte jetzt auf dem Schmierzettel versuchen, alle diese Wege darzustellen. Im Notfall ist das auch der beste Plan. Allerdings, man kann sich hier das Ganze auch ein bisschen leicht vorstellen. Wenn wir jetzt nur einen Gewinn hätten, dann hätten wir natürlich hier 20 Möglichkeiten, diesen Gewinn zu haben. Wir haben jetzt zwei Gewinne, dadurch verringert sich die Anzahl um genau 1. Also wir hätten hier insgesamt 19 Gewinnmöglichkeiten. Deshalb nehmen wir jetzt einfach diese Wahrscheinlichkeit für den einen Weg, den wir haben, mal 19, weil wir 19 Möglichkeiten haben. Und an dieser Stelle, wenn ich das in Taschenrechner eintippe, dann spuckt der Taschenrechner 0,0237 raus. Und damit wäre die Aufgabenstellung auch erledigt. Auch bei der zweiten Teilaufgabe möchte ich euch zuerst bitten, auf Pause zu drücken, alle Ruhe die Aufgabenstellung zu lesen. Eine Spielerin spielt 9 Spiele. Für ein Ereignis C gilt dabei, p von c ist gleich 0,064 hoch a, plus 9 mal 0,064 hoch 8 mal 0,936 hoch b. Geben Sie geeignete Werte für a und b an und beschreiben Sie das Ereignis c im Sachzusammenhang. Okay, ich hoffe, dass jeder noch die Aufgabenstellung von vorher in Erinnerung hat. Und zwar, wenn ihr diesen Term anschaut, solltet ihr euch auf jeden Fall auffallen, dass es was mit der Bernoulli-Formel oder Bernoulli-Kette zu tun hat. Zur Erinnerung habe ich sie hier rechts nochmal abgebildet. Wir schreiben jetzt nochmal unser Term hin. Und zwar so, dass wir ein paar Sachen besser erkennen können. Also ich schreibe nochmal kurz hin. P von C ist gleich 0,064 hoch A plus 9 mal 0,064 hoch 8 mal 0,936 hoch b. Fangen wir mit dem leichteren Teil an. Hier hinten sollte euch auf jeden Fall auffallen, dass es die Bernoulli-Formel ist. Und zwar steht hier rechts abgebildet n über k, gefolgt von p hoch k. Und spätestens an diesem Term erkennen wir unsere Trefferwahrscheinlichkeit für Gewinn 0,064 hoch 8. Das bedeutet, das könnte denn unser k sein. Und das ist es auch in Wirklichkeit, weil wenn wir hier die Formel ein bisschen ergänzen, dann 9 über 8 ergebe es 9. Das ist einer der Sonderfälle bei den Binomialkoeffizienten. Und natürlich haben Sie, damit
die euch das Leben nicht einfach machen, hier das Ganze schon mal zusammengefasst. Also wir haben herausgefunden, hier steht 9 über 8 vorne, dann p hoch k, dann 0,936 ist natürlich das Gegenereignis zu der Gewinnwahrscheinlichkeit. Und das bedeutet, hier oben müsste eigentlich für b n minus k sein. Also dieses b ist n minus k und das ist in unserem Fall 9 minus 8, also 1. Damit haben wir schon b bestimmt. Jetzt müssen wir uns noch um a kümmern. So, also wir sehen hier wieder die Trefferwahrscheinlichkeit für Gewinn 0,064. Und mit ein bisschen Kreativität könnte man sich schon vorstellen, was sie hier eigentlich möchten. Und zwar vorne stände 9 über 9. Das ergibt natürlich 1, deshalb wurde es auch nicht mehr hingeschrieben. Und hier hinten käme dieser 0,936 hoch 9 minus 9, also hoch 0. Irgendwas hoch 0 ist natürlich wieder 1, deshalb hat es man auch nicht mehr hingeschrieben. Kurz gesagt, dadurch wissen wir jetzt, dass a eigentlich 9 ist. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze irgendwie im Sachverhalt zu erklären. Das könnte man auch wie folgt formulieren. Bei 9 Spielen gewinnt die Spielerin 8 oder 9 Mal. Also hier vorne steht die Wahrscheinlichkeit 9 Mal zu gewinnen und hier hinten steht die Wahrscheinlichkeit 8 Mal zu gewinnen. Bei der nächsten Teilaufgabe gehe ich wieder davon aus, dass ihr auf Pause drückt und in Ruhe die Aufgabenstellung liest. Wenn das vollbracht ist, jetzt überfliegen wir es gemeinsam. Es wird vermutet, dass das mittlere Rad zu selten ein Sternsymbol zeigt. Deshalb wird die Nullhypothese, das mittlere Rad zeigt mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 2/5 ein Sternsymbol, getestet. Man vereinbart ein Signifikanzniveau von 3% und einen Stichprobenumfang von 300 Drehungen. Formulieren Sie die zugehörige Entscheidungsregel. In erster Reihe solltet ihr erkennen, dass es sich hier in dieser Aufgabenstellung um einen Hypothesentest, genauer gesagt um ein einseitiger Hypothesentest handelt. Welche Art von Test wir durchführen, werden wir gleich sehen. Naja, wenn es ein Hypothesentest ist, dann handelt es sich natürlich auch hier in diesem Fall um eine Binomialverteilung, die muss erstmal definiert werden. Dabei, anhand der Aufgabenstellung, könnte man sagen, dass die Zufallsvariable x die Anzahl der Drehungen, die ein Sternsymbol zeigen, ist. Und natürlich ist x dann binomial verteilt mit, aus der Aufgabenstellung lesen wir erstmal n ab. N wäre die Anzahl der Versuchen oder Stichprobenumfang, das sind 300. Dann die Anfangswahrscheinlichkeit, man kann sie auch P0 nennen. Das liegt natürlich bei 2/5, das steht ja auch hier in der Nullhypothese, von mindestens 2/5. Und natürlich haben wir noch unser Signifikanzniveau, Alpha, der liegt bei 3%. Gut, nachdem wir das abgelesen haben, müssen wir natürlich die zwei Hypothesen angeben. Einmal die Nullhypothese, die ist ja zwar gegeben, leider in Worten und nicht mathematisch, deshalb sollten wir die mathematische Schreibweise andeuten. Also, das mittlere Rad zeigt mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 2/5 einen Sternsymbol. Das bedeutet p mindestens größer gleich 2/5. Und natürlich, um die Entscheidungsregel für den Test richtig zu treffen, also zu entscheiden, erste Reihe, welche Art von Test man durchführen sollte, sollte man die Gegenaussage hinschreiben. Es wird vermutet, dass das mittlere Rad zu selten ein Sternsymbol zeigt. Das bedeutet p soll eigentlich bei der Gegenbehauptung kleiner sein als 2/5. Zur Erinnerung, wenn bei der H1, bei der Gegenhypothese, behauptet wird, dass es kleiner ist als der Anfangswert, dann handelt es sich immer um einen linksseitigen Test. Und das können wir auch hier an der Stelle andeuten. Also linksseitiger Test. Dann sollen wir uns erstmal kurz daran erinnern, wieso ein linksseitiger Test funktioniert. Ich werde jetzt hier, das ist ja nicht unbedingt notwendig für den Lösungsweg, aber zur Orientierung schadet es ja nicht, ein bisschen die Verteilung andeuten. Also Binomialverteilungen vom Umriss her sehen sie aus wie sogenannte Gaußsche Glocken. So, also ungefähr so. Unsere Verteilung geht von 0 bis 300. Und hier, wo der höchste Punkt ist, zur Orientierung ist ja immer der Erwartungswert der Binomialverteilung, dieses mu.
Beim linksseitigen Test befindet sich die Grenze, die wir suchen, auf der linken Seite vom Erwartungswert. Also hier könnte wie eine Grenze A oder B oder K oder G, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und die teilt sozusagen die gesamte Anzahl der Stichprobe in zwei Bereiche. Den sogenannten Bereich für die Nullhypothese und den Ablehnungsbereich der Nullhypothese. Zur Erinnerung, bei der linksseitigen Test steht auf der rechten Seite der Annahmebereich von der Nullhypothese H0 und hier auf der linken Seite der Ablehnungsbereich. Ich bezeichne jetzt mit A' oder nicht A von H0. Also in Abhängigkeit von der Grenze könnten wir dann sagen, für H0 gilt einmal an Annahmebereich von A bis 300 und ein Ablehnungsbereich von 0 bis A minus 1. Wieso A minus 1? Zur Erinnerung, die zwei Bereiche dürfen sich nicht überschneiden. Gut, es gibt an dieser Stelle natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man diesen Test auswerten kann oder lösen kann. Man kann ja die Grenze selbstverständlich auch im Ablehnungsbereich tun. Dadurch wird sich halt ein bisschen der Ansatz verändern. Aber egal, wie man es macht, am Ende kommt das Gleiche raus, wenn man sich nicht verrechnet. Den Ansatz, den wir noch brauchen zur Bestimmung der Grenze A, lautet in diesem Fall, so wie ich die Grenze gelegt habe, P von x kleiner gleich A, höchstens A, soll größer als 0,03 sein. Zur Erinnerung, wie ist das gemeint? Das Signifikanzniveau entspricht immer die Wahrscheinlichkeit für den Ablehnungsbereich. Also die sollen 3% sein. Und wir suchen die Grenze so, dass sie im Annahmebereich liegt, also rechts vom Ablehnungsbereich. Deshalb muss die Wahrscheinlichkeit hier größer sein als 0,03. Also an dieser Stelle setze ich immer nur Alpha ein. Und das kann man natürlich durch ein bisschen Rumprobieren mit dem Taschenrechner rauskriegen, also den passenden Wert für A. Dieses Rumprobieren sollte jetzt allerdings nicht so kreuz und quer stattfinden, weil wir haben ja von 0 bis 300 eine Menge Zahlen. Deshalb können wir uns ein bisschen gezielt orientieren. Wir wissen, wie wir hier in der Abbildung erkennen können, dass die Grenze links vom Erwartungswert liegt. Und deshalb ist es sehr günstig, wenn wir zuerst diesen Erwartungswert ausrechnen. Zur Erinnerung, der Erwartungswert bei der Minimalverteilung kann man immer mit n mal p ausrechnen. Also in diesem Fall hätten wir praktisch 300 mal 2 Fünftel. Wenn man das in den Taschenrechner eintippt, dann kommt 120 raus. Also wir wissen jetzt, die Grenze muss links vor dieser 120 stehen. Naja, wir könnten jetzt zum Beispiel in den Taschenrechner, abhängig davon, was ihr für einen Taschenrechner habt, ihr habt immer eine Liste für die Suche von K oder in diesem Fall von A. Und wir könnten eine Tabelle erstellen und ein paar Werte links vom Erwartungswert wählen. Ich habe natürlich jetzt bereits im Voraus ein bisschen rumprobiert. Also ich schreibe hier unser Ansatz. A ist gesucht und der Ansatz lautet P von x kleiner gleich A ist größer 0,03. Und dann wurde ich hier an dieser Stelle fündig. Und zwar 103 und 104 waren die wichtigen Werte, wo man auch den Sprung erkennt. Bei 103 hatte ich noch 0,025. Also das war noch unter die 3%, deshalb war der Wert noch nicht richtig. Aber bei 104 waren es schon 0,033. Damit sind wir zum ersten Mal über die 3% und das bedeutet, das ist unsere Grenze. Indem wir diese Grenze rausbekommen haben, können wir jetzt die zwei Bereiche für H0 angeben, die uns gleich helfen werden, die Entscheidungsregeln aufzustellen. Also der Annahmebereich läuft dann eindeutig von 104 bis 300 und der Ablehnungsbereich geht da von 0 bis 103. Gefragt bei dieser Aufgabe war die Entscheidungsregel. Die kann man immer aus zwei Perspektiven formulieren. Entweder man kann ja sagen, wann die Anfangshypothese oder Nullhypothese angenommen wird oder wann sie abgelehnt wird. In diesem Fall habe ich mich für die erste Möglichkeit entschieden, und zwar, wenn bei mindestens 104 Drehungen das Sternsymbol vorkommt, wird die Nullhypothese bestätigt, sonst abgelehnt. Alternativ hätte man auch sagen können,
Wenn bei höchstens 103 Drehungen das Sternsymbol vorkommt, wird die Nullhypothese abgelehnt, sonst bestätigt. Und schon sind wir bei der letzten Teilaufgabe. Bitte auch hier auf Pause drücken, in Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Ich werde es jetzt auch gleich überfliegen. Die Glücksräder des Automaten werden durch drei neue ersetzt, die sich nie voneinander unterscheiden. Die Glücksräder sind in mehrere gleich große Sektoren unterteilt. Jedes Glücksrad trägt in genau einem Sektor ein Sternsymbol. Man gewinnt bei 50 Spielen mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99% höchstens einmal. Bestimmen Sie die minimale Anzahl der Sektoren pro Glücksrad. Auch an dieser Stelle sollen wir zuerst alles aus der Aufgabenstellung rausfiltern, was wichtig ist. In erster Reihe solltet ihr erkennen, dass es sich mal wieder um eine Binomialverteilung handelt. Das bedeutet, wir müssen sie auch definieren. Es geht um gewonnene Spiele, deshalb ist x die Zufallsvariable, die Anzahl der gewonnenen Spiele. Und dann ist natürlich x auch binomial verteilt mit, aus der Aufgabenstellung können wir auf jeden Fall n problemlos ablesen, es sind 50 Spiele. Dann haben wir höchstens einmal hier an dieser Stelle, das bedeutet, das ist die Anzahl der Treffer, k ist kleiner gleich 1 und die Gesamtwahrscheinlichkeit soll mindestens 99% sein. Also groß P soll mindestens größer gleich 0,9 sein. Und natürlich, um die Anzahl der Sektoren pro Rad herauszufinden, brauchen wir die Gewinnwahrscheinlichkeit, also die Trefferwahrscheinlichkeit. Ich kürze sie mal ab mit P und ein kleines G. Das ist ja gesucht. So, wenn wir mit Hilfe dieser Sachen versuchen, jetzt einen Ansatz aufzustellen, dann wird der wie folgt aussehen. P von x kleiner gleich 1 soll mindestens 99% sein. Theoretisch können wir jetzt hier versuchen, nach der Gewinnwahrscheinlichkeit umzuformen und in der Wertetabelle des Taschenrechners nach dem passenden Wahrscheinlichkeitswert suchen. Allerdings ergibt sich hier eine Besonderheit. Wir suchen die Gewinnwahrscheinlichkeit. Wir haben noch vorher gesehen, in der ersten Aufgabenstellung, ursprünglich war sie sehr klein. Das bedeutet, die war bei 0,064. Das bedeutet, man muss sehr lange nach diesem P suchen. Und deshalb schlagen wir ausnahmsweise einen anderen Weg an. Wir versuchen uns erstmal vorzustellen, wie diese Gewinnwahrscheinlichkeit ausgerechnet wird. Naja, es steht oben in der Aufgabenstellung, dass jedes Glücksrad trägt genau in einem Sektor ein Sternsymbol. Und wir wissen nicht, wie viele Sektoren es sind. Das suchen wir ja. Versuchen wir uns vor so ein Glücksrad vorzustellen. Also, ich weiß nicht, wie viele Sektoren ich habe. Ich deute es mal jetzt einfach mal so zufällig an. Aber ich weiß, in einem Sektor habe ich einen Stern. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, einen Stern zu erwischen, liegt bei 1 durch die Anzahl der Sektoren. Und die bezeichne ich jetzt einfach an dieser Stelle mit n. Gut, wenn das die Wahrscheinlichkeit für Sternen beim einen Rad ist, dann können wir auch allgemein unsere Gewinnwahrscheinlichkeit berechnen. Und zwar, wir haben drei Räder, deshalb ist es 1 durch n mal 1 durch n mal 1 durch n. Zusammengefasst sind das 1 durch n hoch 3. Und weil wir jetzt wissen, wie allgemein die Gewinnwahrscheinlichkeit berechnet wird, können wir jetzt einfach ein paar Werte ausprobieren. Das bedeutet, wir wählen für n verschiedene Werte. Natürlich werden das nicht sehr hohe Werte sein, sondern ich habe jetzt zum Beispiel erstmal mit n gleich 5 probiert. Also hatte ich eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 durch 5 hoch 3 und ich habe gemerkt, ich bin zu weit entfernt von dieser 99% hier an dieser Stelle. Deshalb nennenswert wäre es gewesen, erstmal für n 6 zu probieren. Also wir schreiben hier, wenn n gleich 6, daraus folgt eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 durch 6 hoch 3. Und damit können wir die Wahrscheinlichkeit, die hier steht, ausrechnen. Also p von x kleiner gleich 1, das ist die kumulierte Wahrscheinlichkeit im Taschenrechner. Und da habe ich ein Ergebnis von ungefähr 0,9773. Das ist natürlich noch niedriger als 99%. Deshalb erhöhen wir den n-Wert. Und wenn wir für n gleich 7 wählen, mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit entsprechend von 1 durch 7 hoch 3,
dann kriegen wir für p von x kleiner gleich 1 eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 0,9905. Und das passt für uns. Das ist die erste Wahrscheinlichkeit, die über 99% liegt. Das bedeutet, n ist die Antwort. Also schlussfolgernd können wir dann sagen, die minimale Anzahl der Sektoren pro Glücksrad beträgt 7. Damit sind wir fertig mit dieser Wahlteilaufgabe. Ich hoffe, dass dieses Video viele eurer Fragen klären konnte. Und wenn ihr weitere Abituraufgaben sucht, findet ihr sie im Abspann.